So. Uiuiui. Also wenn wir hier jetzt, ne? Ich glaube, ich sollte das hier einmal fertig bauen oder zubauen. Dann sieht man auch besser, wo was denn hin muss oder wo was weg muss. Nicht so nur schwer abschätzen, wie man das natürlich hinbekommt. Deswegen sieht das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Panne aus. Aber welches Bauprojekt sah denn bei mir in den ersten 25 Sekunden nicht Panne aus? Ich glaube, das Boot, was ich vor kurzem gebaut habe, das sah nicht Panne aus. Das sah gut aus. Das habe ich gut gemacht. Kleines Selbstlob an der Stelle. Und wie immer geht uns der Cobblestone aus. Das ist ja ganz toll. Wir müssen aber in der Kiste unten noch ein bisschen was haben. Wenn ich das nicht schon alles zu Cleanstone verarbeite oder sonst irgendwie. Oh ja, das war ganz toll. Oder sonst irgendwie auf den Kopf gehauen habe. Und es ist hier 20 drin. Vielleicht hier? Nein! Das ist jetzt dein Ernst? Wir haben keinen Cobblestone, ja? Och Mensch. Aber es sieht für dich schon ganz schön... Also ein bisschen erdrückend aus. Dass man an der einen oder anderen Stelle da ausdünnen muss. Viere. Und insofern werden wir auch nicht alle brauchen. Ja, machen wir da einfach mal keinen hin. Vielleicht nur angedeutet, dass da mal irgendwas war. Oder noch so einen dann darauf. Wir können hier auch noch ganz viel mit. Im Prinzip könnte man das auch so lassen, dass hier der heile Teil ist. Oder minder heile. Und der Rest eben so mordsmäßig zerfallen. Achso, das war ja sowieso die Säule, die hier gar nicht hingehört. Und hier kann auch noch so einer rauf. Einfach nur so andeutungsweise, ne? Hier war mal was. So. Jetzt muss es aber ein bisschen kaputter gemacht werden. Zum Beispiel so. Oder auch wahlweise. Das gar nicht. Das soll ja auch vernünftig aussehen, nur eben kaputt. Vernünftig. Das hieße, hier müsste auch noch ein bisschen fortgeführt werden. Und sich dann hier verlaufen. Dann wiederum stört mich dieser Teil hier, der ist viel zu heil, ne? Da könnte der hier vielleicht... So, durch eine Treppe ersetzt werden. Und dann wiederum können wir uns hier austoben mit... sieht das hier aus? Ich weiß ja nicht, das ist auch ein bisschen zu heil hier. Komm, da kann man kaputt machen. Ich mach's kaputt. Vielleicht machen wir sogar da kaputt. Und jetzt nach, das kriege ich nicht hin. Also, Mann, schon ich nicht. So, kommt hier so einer hin. Ja. Und drauf ist er. Hier könnte, glaube ich, gut und gerne noch so einer hin. Könnte man da auch noch sowas machen. Und hier wiederum könnte man auch da noch einen hinsetzen. Nein, das tut doch wieder weh. Ja, das ist doch schon gar nicht so hässlich. Also nicht so endlos hässlich. Aber mit 13 Fackeln kriegen wir das, glaube ich, nicht komplett beleuchtet. Was ich ja im Prinzip genauso machen würde wie unten. Also, wie gesagt, wie unten.
hier überall Fackeln ran, an die Außenwände, nur hier und da mal eine ran. So, und das waren sie dann auch schon. Ah, mit Kies hätte ich auch was machen können. Ah. Ja, ist noch Zeit. Wir können also ein bisschen Kies noch in die Hand nehmen und mal gucken, was man damit Schönes anstellen kann. Und bestimmt endlos Hässliches. Ach, so schlimm wird es schon nicht werden. Es macht mich glücklich, wenn das hier endlich bald mal vernünftig hingebaut ist und wir nicht eine hässliche Pilzfarm haben, sondern eine schöne. Ja, sieht doch gut aus. Wo machen wir das noch? Hier oben, da ist auch schon zerbröckelt. Auch so einer hin. Und dann... Ja, wäre der nächste Kandidat irgendwo... Ach, weiß auch nicht. Machen wir den hier oben auch weg. Die beiden hier. Und stattdessen eben... So, hey. Und hier oben kann man das auch machen. Kann auch wunderbar ein kleiner Block rauf. Hier ein kleiner Kiesblock. Ich hoffe, dass sie nicht zu übel zermürbt und zerfallen aus. Man soll ja auch noch erkennen können, was das hier mal war. Ungefähr. Also ich muss sagen, so langsam aber sicher nimmt das Form an. Man kann doch jetzt... Na... Aber ob das schön ist, das weiß ich wiederum nicht. Ich glaube, das ist nicht schön. Wir setzen über den da drüber. Durch Kies und den hier drunter durch Kobbeln. Ja, 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 ja. Jetzt ist aber auch wirklich Zeit, hier abzuhauen. Mal ganz kurz begutachten, wie das aussieht. Man müsste noch ein bisschen renaturieren, also vielleicht einen Baum rauf. Das wäre so das Einzige, was mir einfällt. Wenn ich nicht weiter weiß, auch ein Baum. Wollte ja eigentlich reinspringen, hat ja nicht ganz geklappt. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, sieht schon irgendwo hübsch aus. Na gut, jetzt aber echt nach Hause, hier bevor wir Ärger bekommen. Ich denke, dem können wir nicht ganz aus dem Weg gehen. Zumindest können wir auch mitmachen. Nicht, dass wir nur auf die Mütze bekommen, sondern wir können auch austeilen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich erst so spät drauf gekommen bin, viel, viel mehr in Pfeile zu investieren und in den Bogen. Denn damit kann man ja auch in der Ferne ziemlich gut Monster bekämpfen, an denen man sonst vorbei müsste. Gab jetzt eine Szene mit hier, hatten wir uns in der Wand eingebuddelt, drüben im Tal. Monster drumrum, ich hatte sie schon gehört, wir haben es gerade noch geschafft zu schlummern, aber mit dem halben Herz an Leben wollte ich ja auch nicht unbedingt in offenen Kampf mit dem Skelett. Die machen ja doch ein paar Schaden, die Jungs. Das wäre relativ unangenehm gewesen für uns. Guck mal, die Spinne da oben können wir zum Beispiel mal erledigen. Auch diesen doofen Mann da hinten. Ach, ein bisschen zu hoch. Es ist einigermaßen schwer abzuschätzen, wie weit er weg ist. So. Erwischt. Und diese Spinne da oben kaufe ich mir noch. So. Erwischt. Noch einen und die brauchen ja gar nicht so viel. Haben wir noch irgendeinen Unhold hier? Anball. Ein Creeper da hinten. Das war natürlich viel zu kurz. Auch noch zu kurz. Aber wie weit ist der denn weg, der kleine Doofkopf? Ah, habe ich nicht. Erwischt. Sag mal. Das war jetzt schon der dritte Fall, der dich erwischt hat. Endlich. Haben wir auch noch einen. Können wir die am nächsten Morgen gleich alle aufsammeln. Also nicht die Creeper, sondern deren Hinterlassenschaften. Der hat auch wirklich nur drei gebraucht, so wie sich das eben für einen anständigen Creeper gehört.
Jetzt haben wir noch einen Zombie hier, das ist aber blöd. Wie wär's, wenn wir dem auch noch einen... Ach toll, jetzt hab ich das Brot zerschossen. Na, komm her. Jetzt aber nichts wie geschlummert hier. Bevor dann noch jemand auf die Idee kommt, uns ein kleines Willkommenspräsent zu bescheren. Die Bescherung habe ich dann doch lieber an anderen Tagen. Und nicht jetzt hier. Ja, das muss nicht sein. So, rein theoretisch sollten die da draußen alle besänftigt sein. Da hinten ist ein Creepy. Ich denke, den hier können wir uns so holen. Das hat schon ziemlich gut reingezwiebelt bei ihm. Sprengpulver ist auch immer gern gesehen. Machen wir das jetzt mit Pfeil und Bogen ganz feige, oder? Ach komm. Machen wir es ganz feige. Mit Headshots. Ist mir dann doch ein bisschen sicherer. In der Nähe unserer Bude. Da hinten ist noch ein Skelett, ich habe ihn gesehen. Den Skelettmann. Aber vorher noch, wow, haben wir gut geschossen hier. Ja, schon gut. So, ich probiere da gerade mal was. Ob das mit dem Blocken hier auch wirklich geht bei Skeletten. Spinne, ich tue dir nichts. Hey. Er erhöht dann die Frequenz, wenn man dichter dran ist. Hey, jetzt lass dich doch endlich mal töten hier. Kleiner Blödmann. Kann ja nicht sein hier. Ich hätte ihn doch lieber mit Pfeil und Bogen bekämpfen sollen. Da oben war auch noch irgendwo jemand. Der ist vielleicht schon wieder weggespawnt. Despawned. Nee, der ist noch nicht abgehauen. Da oben haben wir ihn. So. Zack, Nummer 1 und Nummer 2. Da guckst du aber blöd, ne? Plötzlich zischen deine eigenen Waffen um dich herum. Zieh ruhig ganz durch hier. Zack. Erlegt. Eigentlich müssten wir da auch hingehen. Andererseits habe ich viel zu viel Angst in... Zum Beispiel, du willst mir doch wohl nichts tun, oder? Wir haben einen Pakt geschlossen. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Und das bleibt dann auch so. Ich würde mich ja sogar ganz fair dran halten. Na gut, abgesehen bei diesem Spinni hier, das war aber auch böse. Das hätte uns dann bestimmt aufgeschlürft. Das Skelett und ach, haben wir hier schöne Sachen. Haben wir das alles geschossen? Unbelievable. Noch irgendwas zum mit Pfeil und Bogen bekämpfen? 31 Pfeile haben wir nur noch. Wow, habe ich geballert. Praktisch im Dauerfeuer. Na gut. Was machen wir denn jetzt hier Schönes? Ich glaube, wir sollten langsam Pilze mitnehmen. Und das dann da drüben eben fertig machen. Und vielleicht auch bemoosten Pflasterstein, sofern vorrätig. Trönele, das wäre dann irgendwo hier. Ja, 12, das ist ja heftig. Boah, ja, also kann man schon richtig was mitmachen. Was man aber machen kann, ist entweder was in die Luft sprengen oder man kann damit auch verzaubern. Genauso auch mit Spinnenaugen, da kann man ein fermentiertes Spinnenauge daraus machen. Können wir eigentlich gerade mal machen. Dafür brauchen wir Pilze und wir haben irgendwie nicht so viele, ne? Was sind das da? Pilz, ach Mensch, da sagt er noch, ja, wir haben ja gar nicht so viele hier. Das war dann Pilz? Nee, gar nicht. Das war Zucker. Zucker, Pilz und Dings hier, das Spinnenauge. Wo habe ich das wieder gelassen? Och, Junges, ey. Packe ich das in die Kiste und... Na. So, erstmal Zucker gemacht. Dann der Pilz dazu und schließlich und endlich das Spinnenauge. Das kann man auch irgendwo hinpacken hier alles. Fermentiertes Spinnenauge. Und damit kann man wiederum verzaubern. Aber nicht jetzt, denn dafür brauchen wir natürlich einen Braustand, wofür man einen
Wie heißen die Dinger wieder? So einen Lohnstab braucht man dafür. Den wir ja wiederum nicht haben. Sehr schade.